sobald ich einer merke, dass der im Anwehr oder sonst was aufhören. Weil sonst vermögst du das wieder, was der Chess gerade gelernt hat, weil er wieder das verkrampfen, wie das Ecken anfängt. Und was noch wichtig ist, das gleichmäßige Gas. Nicht so riesig rumspritzen, zu quer gelassen, sondern dann lieber später anfangen, das Querfahren, abkurven, mittig erst, aber immer schauen, dass man diesen Motor gleichmäßig aufzieht und gleichmäßig schlupfen lässt. Und eben dann mit Gewicht weiter Führe geht, dann schlupft er leichter, der Startlader ist ganz überrengt gemacht, abkurven, mittig ist der in Speed, fast, ist dann aufgeschleunigt und dann mit vollen Schub einfach die Kurven ausgefahren. Und das geht ja bei euch hauptsächlich, dass in diesem Motorrad einmal Schlupfer anfangen, dass man einfach dann den Schlupfen abreißen lässt, weil sonst kommt das Rieseneck oder er taucht vorne wieder weg, weil er gerade ausmarschiert. Sondern dass man einfach diesen Motorrad, wenn er mal quer ist, nicht drauf drauflässt, nicht zu viel, dass er quer kommt, sondern einfach aufzieht und das Motorrad einfach quer rausrennen lässt. Und dann halt das Aufstellen anfangen, wie man meint. Und da haben wir eben die Gelegenheit am Ausgang, der kann man jetzt quer, dann kann man das Motorrad schon wieder nachgeben, weil es schon wieder einen Kurvenausgang zugeht. Okay. Und das ist ja das, was ich bei der ein bisschen souverän finde, wenn die aus den Kurven ausgehen, einfach schon mit querem Motorrad dann das so aufstellen und dann mit dem vollen Schub da aus den Ecken rauskommen. Weil im Eingang eine wird sowieso kein Mensch querfahren, weil das fast nicht geht, da kann ich dann mit dem Hinterrad reinbremsen. Okay. Aber eigentlich beschleunigen, dass das Motorrad quer geht, das gibt es ja normal nicht. Wenn sie euch auf den Kurven mittig konzentriert, dass die Kiste quer geht und möglichst gleichmäßig quer bleibt. Und wir stellen jetzt dann eine Pylonen hin. Und zwar ab Kurven mittig wird er ungefähr ein paar mittig stehen und wird dann zum Eingang einer enger. Dass nicht jetzt dann bloß rausrollt, sondern dass er mit Schub rauskommen wird. Weil wer dann kein Gas gibt, der fährt raus und raus soll es ja nicht gehen, soll der Herre gehen. Okay? Und wie gesagt, wir machen es gleich so, dass er maximal 4 Runden habe, wie einer fährt. Da können wir kontinuierlich durchfahren, jeder kann sich wieder ein bisschen erholen und kann möglichst viel fahren. Sollte auch nicht die Pylonen über den Haufen fahren, ist auch wurscht, aber sollte sich jeder zusammenreißen, dass es nicht von Haus aus wegfährt, sondern innerhalb der Pylonen den Radius fährt und das quer. Thank you.
oder sind es circa 1000 Lastzuschauer? Aber das Bauwerk schon hier steht auf, was denkst du? Ich bin ein bisschen weit, weil ich nicht mehr hinten kann. Ich bin aber schlecht da Schräglage bringen und dann automatisch durch hinten die Titelteile aus und dann gibst du Vollgas auf. Und sobald es eben ausbricht, also du nicht Vollgas, sondern du holst Gas einfach noch zu, aber sobald es dann ausbricht, also gibst du vor langsam Gas. Also auf den Zug bleiben. Genau, und immer durchdrehen. Aber nicht Gas, genau. Und vielleicht hast du mit dritten Wangen oder was, dann kannst du eine Lehrstelle. Was gar kein Leben. Sie sind ganz rausgekommen bei dir. Wir kommen raus, weil sie schon gar nicht mehr gescheit rieren. Das ist leer. Das war geht raus da. Jetzt mit dem Fahren selber, ich sehe das Hauptproblem nach wie vor darin, dass viel die falsche Linie bei in der Kurve, eben dass die Kurven sauber zu eng anfahren oft, und dann kurvenmittig, dann ist man total quer hinbringen müssen, dass die Richtung wieder stimmt, und das ist dann natürlich schwierig. Und man sollte das Material immer weich ändern, und dass man eben keine Ecken und nichts drin hat, und deswegen fahren wir eigentlich die Kurven viel weicher an, und die meisten kommen zu eng spitz rein. Und jetzt für oben und Bäume stehen, jetzt müssen wir einfach mit die Richtung. Und es geht dann nicht. Es geht immer nur ein bestimmter Radius. Und je weicher der Radius ist, ist er einfacher. Und am Kurvenausgang haben wir eben den riesen Vorteil beim Querfahren, dass er sein Motorrad nach innen schiebt und nicht mehr durch die Abrollung nach innen gehen muss. Weil dann geht es nämlich, gang es ja theoretisch hinaus. Und deswegen kann man beim Bahnrennen haben wir einen relativ weichen Eingang, und dann, wenn wir in die Schlupfphase übergehen, ins richtige Querfahren, schiebt das Motorrad automatisch auf den Innenrand zu. Und da kommt jetzt der Punkt, wo man eben dann mit oder Aufstellen endet, dass wenn man jetzt zu weit nach innen fahren darf, gibt man einfach ein bisschen nach. Kann das Motorrad ein ganz bisschen aufstellen, aber immer am Gas bleiben, weil der Schub, der muss immer da bleiben. Und bei so einem Zweitakt ist es natürlich noch viel schwieriger, wenn man den ein bisschen abdreht, das gleist dann gleich ganz weg, und dann geht es sowieso gleich geradeaus. Und das ist das, was ich unbedingt versuchen sollte, jetzt immer einen gleichmäßigen Schub bringen vom Motor. Das ist zwar nicht einfach, aber einfach am Gas auch zum Suchen, wo hat von 50 PS, wo haben die 40 ungefähr, weil jetzt kommt er mir jetzt quer. Manche, die haben dann oft gleich so, wow, hin, dann geht er auf einen Schlag hin, quer ist klar. Kommt das nächste Mal auch der voll zu, hat einen Nullschub, schiebt das Motor natürlich wieder geradeaus. Sondern halt einmal versuchen, dass ich eben die 50 PS oder die, wie gesagt, die 45 finde, und maximal auf 35 den da in dem Bereich drin halt, dass der kontinuierlich einfach das
die Schluckphase beibehalten und nicht den Augenwechsel von Totalschluck ins Überrollen, weil die wird dann aus dem Eck gezeigt. Und wenn eben dann die Linie stimmt und das richtige Gas, dann geht es gleichmäßig rum. Und Fuß sauber fahren lassen, aber ich dachte, hier haben wir einen Fuß da. Und wenn sie dir einen Fuß hinbringen, und dann verschoben sie ein bisschen. Dann bringen sie nur mit einem Gewicht mit hinter, dann reagiert er auch gleich. Und normalerweise, wie gesagt, bleibt man achten, das alles zum Sitzen kommen vom Steigtück aus. Und ein Lenker hat man eigentlich bloß locker in der Hände, spielt eigentlich gar nicht viel rein. Also bei einem richtigen Bahnfahrer, der hat einen Lenker immer locker, man sieht so, wenn die das Vorderrad so weg haben, aber die Linie bleibt dieselbe, weil die Linie, die spielt die Hinterbahn, Hinterrad, wo bis hinschaut. Ja. Ansonsten... Und während der Bahndienst dort richten wir alles immer da raus. Ja. Und dann gehen wir her und dann fahren wir Start, also 5 Mann, Start und 3 Runden. Aha, gut. Also ohne Ehrgeiz. Ja, ist aber dass wir miteinander Weg gehen, ist immer verständlich. Ja. Damit einmal ein bestimmtes Ziel herrscht. Ja. Das heißt, also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einen Bahndienst, der wir da alle zusammen, dass wir es freestylen, dass wir es ein bisschen herrichten, das herhalten. Und dann, wie gesagt, gehen wir 5 Mann. Der Song 3 gang den Anfang. Wir können dann aufstocken, wenn wir ein paar Durchgänge gefahren haben und sehen, wie es läuft, dann können wir auf 5 aufstocken. Oder wir sind interessiert, Instruktoren. Die überkreuzen noch zu alt und wenn sie 3 sind, dann haben sie Platz. Von der 5 exakt 3 Runden und dann wieder raus. Nächste Train auf. Thank you.
Putzer gegen den Zapfer-Putzer. Gegen Kalli Meier. Der muss aber starten, weil er hinten steht. Kalli Meier kriegt eine Viertelrunde. Hätte ich beinahe gesagt, vorgelaufen. Das ist nur schade, was? Ja, und wir fahren, Kalli hat es gut, und raus sind drei oder vier Runden. Drei. Der muss eine Runde rein. Er fährt vier Runden und die anderen drei. Nein, nein. Ich hoffe, heute vorstellen. Wir fahren der Prado, dann ein Rudra, dann der Adi, der Stadler, die drei. Dann den Rippo. Nee, das ist der letzte. Und das waren jetzt die vier Straßenfahrer gegen den Meierkarl. Meierkalli. Das wird keiner beleidigt sein, wenn er jetzt noch nicht dran ist. Wir haben ja noch ein Wochenende vor uns. Und ich möchte euch heute schon sagen, dieses Wochenende fahren wir wieder mit den 250er. Aber einige zum Schluss das Runden werden wir auf die 500er dran. Wir schauen, dass wir alle für die 400er herbringen. Dann macht es diese Runde noch voll. Und ich möchte euch sagen, wenn ich es jetzt kleiner dazu wie der Rosenthal, dann hat jetzt noch mal so Kupfer, ihr wart einfach spitze. Also auf geht's. Okay. Und dann hast du das Rücken. Ja, du hast ja Proberunden schon, oder? Ja, ich bin aus dem Rücken, ich bin aus dem Rücken. Dann war ich nicht mehr so. Warte, warte. Ich dachte, sagen wir legen uns da ein Konzept zurecht. Ich fahre noch hier weg. Und wenn der Meier kalt kommt, dann sperre ich. Das ist ja schön, oder? Waren mir wichtiger, als nur alles andere. Wenn der eine der andere ist und war heute so schön fahrt, dass man so nach Solingen kann, das wäre ein zukünftiger Spieler oder ein zukünftiger Sandbahnfahrer, dann sollte man das sofort wieder vergessen. Wir sind wieder ganz anderen da, wir sind da, dass wir uns ganz klar orientieren, wie läuft sowas ab mit dem Neuschnecker. Wobei ich sagen muss dazu, dass wir auch ein paar Sandbahnfahrer vielleicht einmal Neuschnecker lassen sollten in unserem Sport. Aber jetzt noch Sandbahnfahrer, und dann fühlt er an der Fuhr, vielleicht, es gibt dann wieder noch, der ist der Beste, den wollten wir ja gar nicht. Du wolltest eigentlich wirklich.
Thank you.
Kettl am Standestation in Manger zugesagt, dass er also ein paar Pokale überreichen wird. Der Kraus hat sich da was einfallen lassen. Das wollen wir dann am Dienstag machen. Aber jetzt will der Herr Kraus ein kleines Erinnerungsgeschenk an euch überreichen. Und das andere machen wir dann drüben beim Essen, wollen wir ein kurzes Resümee ziehen. Da hat der Herr Kofler da von UBEX heute, der das Mittagessen finanziert. Ja, da ist er. Ich habe da rüber gedeutet, weil da ist schön grün. So, Kick. Und du hast also jetzt, das ist der heute, genau. So schaut das also aus, Leute, da wird es ja sehen, dass sich der Kraus auch noch was einfallen hat lassen. Nicht nur, dass alles also hier für euch bezahlt wurde, Herr Mayer, ja, essenfrei, spaßfrei und so weiter, sondern dass es also hier auch noch nebenbei Arbeit gab, die dann die Maschinen reparieren, die ihr alle angebohrt habt, sondern das gibt es also jetzt auch noch, Kick. Und das andere wollen wir dann, nachdem sie ja jeder umziehen wollen, duschen wollen, drüben dann im Hotel machen. Was ist das jetzt? Okay. Ach, so geht das, Moment einmal. Ja, was sagt's jetzt? Weil das schönste Bilder ohne Raum ist ja gar nichts. Danke, Herr Strauser. Ich will mich bedanken bei einer. Ja, nichts danken. Bradl, super Lachbergang. Das sind die ersten Vorschusslorbeeren. Du wirst dann immer auf der Preisberg ausgestellt. So, nicht, dass du damit aufhängst. Wir haben sie vergessen. Ja, nein, nein. Aber die ist schon dabei. Ja. Und das letzte Mal. Bei Priminz. Du als alter Ministrant, weißt du, wie das geht, ja? Jetzt kannst du beim Pfarrer von Obing auftreten. Der morgen gleich Kirche, also. Ja, das ist jetzt. Überlegst du denn noch? Ich werde nicht gleich sein, bitte. Aber der Sie, Rallye-Sport. Also, wir haben gleich aufgemacht. Und die heute halt etwas sind der Martin Wimmer und der Herr Strippel, da ist die und ihn jetzt. Ich so schick. Ich hätte vorhin zwei Euro gekauft. So gerührt war er. Okay. Was? Was gibt's da? Gartenfoto? Das ist wirklich ein Unikat. Gibt's da einmal. Das erste Mal gleich. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich die Woche unten von unten bin. 7 Mal von Norddeutschland. Ob sie jetzt sowas.